Simmering ist der 11. Wiener Gemeindebezirk. Im Zuge der zweiten Wiener Stadterweiterung 1892 wird der 11. Wiener Gemeindebezirk aus den zwei selbstständigen Gemeinden Simmering und Kaiser-Ebersdorf gebildet. 1956 kommt die ehemals eigenständige Gemeinde Albern dazu. Kurz zur Eingemeindung der Vororte 1892. 1850 werden die 34 Vororte innerhalb des 1704 errichteten Linienwalls auf Grundlage des provisorischen Gemeindegesetzes vom März 1849 eingemeindet. Bereits 1850 regt Graf Franz Seraph von Stadion an, auch die Siedlungen außerhalb des Linienwalls einzugemeinden. Aber erst nachdem Kaiser Franz Josef I. anlässlich der Eröffnung des Türkenschanzparks 1888 darauf hinweist, dass die Vereinigung der Vororte mit Wien wohl in naher Zukunft erfolgen wird, fasst der Gemeinderat am 20. Dezember 1890 einen diesbezüglichen Beschluss, der am 1. Jänner 1892 definitiv in Kraft tritt. Diese Vororte werden in die Bezirke 11 bis 19 eingeteilt. Bei der Grenzziehung wird auf die alten Gemeindegrenzen Rücksicht genommen. Das Bezirksgebiet von Simmering grenzt im Nordosten an den Donaukanal im Bereich der Simmeringer Lände. Am Donaukanal selbst hat Simmering keinen Anteil. Nach dem Praterspitz wechselt die Grenze in die Mitte der Donau. Der Anteil Simmerings an der Donau beträgt 1,5 Kilometer bis zur Rohrbrücke. In diesem Bereich liegt auch der Alberner Hafen. Die südliche Bezirksgrenze gegen die niederösterreichische Gemeinde Schwechat verläuft südlich des Alberner Hafens und Alberns und dann entlang der Donauländebahn nach Westen. Die Ostgrenze gegenüber Favoriten verläuft entlang der Ostbahn. Im Nordwesten verläuft die Bezirksgrenze von der Unterführung des Straßenzugs Gudrunstraße, Geiselbergstraße unter der Ostbahn beim Kresselplatz im Zickzack südlich des Arsenals und des St. Marxer Friedhofs und durch das Betriebsbaugebiet der Bezirke Landstraße und Simmering, die Molitorgasse, die Döbelhofstraße und Gugelgasse, zuletzt entlang der Erdbergstraße bis zur Brücke des Ostbahnastes nach Stadlau. Bis zum 19. Jahrhundert fließt die Schwechat zwischen Kaiser-Ebersdorf und Albern durch das Bezirksgebiet und mündet in die unregulierte Donau. Die Schwechat ist ein 62 Kilometer langer Fluss im östlichen Niederösterreich und entspringt am Schöpfel im Wienerwald. Das Bezirksgebiet ist großteils zwischen Simmering im Norden und Kaiser-Ebersdorf im Süden zweitgeteilt. Im Südosten umfasst Albern nur eine kleine Fläche. Die Ortschaft Simmering wird 1028 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, Kaiser-Ebersdorf 1108 und Albern 1162. Ab 1605 gibt es in Simmering eine Brauerei, im Bereich der heutigen Mautner-Markhof-Gasse 40, die über drei Jahrhunderte bis 1930 eine wichtige Einnahmequelle für den Ort darstellt. 1832 wird mit einem Durchstich das heutige gerade Bett des Donaukanals zwischen Gaswerk und Galopprennbahn Freudenau angelegt. Zuvor mündet der Donaukanal beim Lusthaus in den Hauptstrom der Donau, sodass die Freudenau mit der Simmeringer Heide direkt verbunden ist. 1874 wird in Kaiser-Ebersdorf der Wiener Zentralfriedhof eröffnet, der mehrmals erweitert wird und zu den größten Friedhöfen Europas zählt. Um den Wienern und Wienerinnen den Besuch des abseits liegenden Friedhofs zu ermöglichen, wird eine Pferdetramwaylinie vom Schwarzenbergplatz über die St. Marxer Linie geführt. Auf der Simmeringer Heide zwischen den Dörfern Simmering und Kaiser-Ebersdorf werden einst Festivitäten, Artillerieübungen, Pferderennen
und öffentliche Hinrichtungen durchgeführt. 1909 führt Louis Blériot hier vor 300.000 Zuschauern das Flugzeug vor, mit dem er 3 Monate vorher als erster den Ärmelkanal überquert hat. Die selbstständige Vorortgemeinde Simmering ist bereits in der Babenberger Zeit 1028 als Simmerningen urkundlich nachweisbar. Um 1130 wird im Kloster Neuburger Saalbuch ein Isinrich von Simmerningen als Besitzer der Herrschaft erwähnt. Bei den von Simmerningen, auch Simmerning oder Simoning, dürfte es sich um ein in dieser Gegend ansässiges Landadelsgeschlecht gehandelt haben, das sich bis 1398 verfolgen lässt. Nach 1400 kommt es zu zahlreichen Besitzwechseln der Herrschaft Simmering, deren Namen sich in einigen Simmeringer Straßennamen finden. Zum Beispiel die Eitzinger Gasse nach Michael Eitzing, Freiherr von Schattenthal, die Urschenböck Gasse nach Georg Bernhard Freiherr von Urschenböck und weitere mehr. Im Revolutionsjahr 1848 wird die Grundherrschaft im Kaisertum Österreich aufgehoben und Simmering zur eigenständigen Gemeinde. Über das Revolutionsjahr 1848, den erlittenen Niederlagen und den erkämpften Erfolgen berichte ich ausführlich in dem Video „Das Revolutionsjahr 1848 in Wien“. Simmering hat bis etwa 1860 einen dörflichen Charakter. Der Siedlungskern ist im Bereich der St. Laurenzkirche, im Bereich der heutigen Kobelgasse. Im Zuge der ersten Türkenbelagerung 1529 und der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird der Ort verwüstet. 1805 im Rahmen des Dritten Koalitionskrieges und 1809 im Zuge der Schlacht bei Aspern leidet Simmering durch die Besetzung und Plünderung durch Napoleons Truppen. Um 1850 wird die Simmeringer Wagenfabrik errichtet. Ab 1869 kommen weitere Industriebetriebe und Werkstätten dazu, unter anderem die Werkstätten der KK-privilegierten Staatseisenbahngesellschaft, die erste österreichische Seifensieder-Gewerksgesellschaft und eine Fabrik der Austro-Daimler AG und so weiter. Der Ort wird in wenigen Jahren zu einem Industrie- und Arbeitervorort und in der Folge ist Simmering der klassische Arbeiter- und Industriebezirk. Etwa um 1860 werden die Rindböckhäuser angelegt, die damals zweitgrößte Wohnhausanlage im Großraum Wien, die einer der ersten Arbeiterwohnhöfe war. Der Unternehmer Josef Rindböck, der am Abriss der Wiener Stadtmauer beteiligt war, benutzte Material daraus zum Bau der Häuser. In den Jahren 1896 bis 1899 wird das erste städtische Gaswerk in Simmering gebaut. Am 31. Oktober 1899 werden auf der Ringstraße erstmals die Laternen mittels Gas aus diesem Gaswerk beleuchtet. Mehr über die Wiener Gasversorgung, einschließlich des Gaswerks Simmering, erzähle ich in dem Video die Wiener Gasversorgung von 1828 bis 1970. 19. Jahrhundert. Zwischen 1798 bis 1802 experimentierte Kaiser Ebersdorf heißt ursprünglich Ebersdorf nach einem Freiherrngeschlecht. Der Ort Ebersdorf ist 1108 erstmals urkundlich belegt. Aber bereits in der späten Bronzezeit existiert im Bereich der heutigen Tschokorgasse eine Siedlung. 1977 wird unter dem sogenannten Kelleracker in der Tschokorgasse der größte Friedhof der Frühgeschichte Wiens entdeckt mit 705 Awarengräber aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Außerdem findet man bei den Grabungen Siedlungsspuren aus der Zeit um 1000 vor Christus, aus der Zeit der Urnenfelderkultur. Zumindest seit dem 13. Jahrhundert steht in Ebersdorf eine Burg, die der Sitz der Adelsfamilie der Ebersdorfer ist. 1499 kommt die Herrschaft durch Gütertausch an Kaiser Maximilian I. Kaiser Maximilian lässt die Burg Ebersdorf zu einem fürstlichen Jagdschloss umgestalten. Seither heißt der Ort Kaiser Ebersdorf.
1529 wird Kaiser Ebersdorf durch die Türken verwüstet. Unter Ferdinand I. bleiben das Jagdschloss Kaiser Ebersdorf und der Besitz unbenutzt. Kaiser Maximilian II. Lässt noch als Kronprinz den Herrschaftssitz in den Jahren 1550 bis 1557 wieder auf- und ausbauen. Während der zweiten Türkenbelagerung 1683 brennt das Schloss komplett ab. Leopold I. lässt das Schloss in den Jahren 1687 bis 1689 nach Plänen von Lodovico Bernardini im barocken Stil wieder aufbauen. Maria Theresia konzentriert sich auf den Bau von Schönbrunn. Sie überlässt das Schloss 1745 dem Domherrn und Weihbischof Anton Marxer zur Armenpflege, später dient es als Kaserne. Das Schlossneugebäude ist ein Lieblingsprojekt von Kaiser Maximilian II. Schloss und Gebäude sind ein Gesamtkunstwerk, unter anderem des Architekten Jacopo Strada. 1569 wird mit dem Bau des Schlosses begonnen. 1576 stirbt Kaiser Maximilian II. In Regensburg. Sein Sohn Rudolf II. Lässt aus Pietät dem Vater gegenüber den Bau weiterführen, hat aber nur geringes Interesse daran. Beschreibt Ladislaus von Zierotin, ein mährischer Adeliger, 1590 noch ein schönes Gebäude, schwärmt von einem langen Innenhof mit Säulen aus weißem Marmor und so weiter. Setzt um 1600 bereits der Verfall ein. Seit 1744 wird das Schlossneugebäude bis 1918 militärisch genutzt. Im Revolutionsjahr 1848 wird das ehemalige Schloss besonders geschützt, da hier die gesamten Munitionsvorräte der Armee im Raum Wien lagern. Der Garten war Stellplatz für Munitionswagen und Geschütze. 1809 wird Kaiser Ebersdorf im Zuge der Schlacht bei Aspern durch die Truppen Napoleons verwüstet. 1874 wird der Wiener Zentralfriedhof eröffnet. Die Geschichte des Wiener Zentralfriedhofs, ausgehend von der Josephinischen Reform 1784, ist eine eigene Geschichte. Albern ist eine uralte Siedlung. Am 4. Juli 1162 wird Albern erstmals urkundlich genannt. 1775 und 1793 wird Albern nach Überschwemmungskatastrophen näher zu Schwechat neu erbaut. Der Friedhof der Namenlosen ist ein Friedhof der Heimatlosen. Er befindet sich im Bezirksanteil Albern in der Nähe des Alberner Hafens. 1840 findet hier die erste Beisetzung einer unbekannten Wasserleiche aus der Donau statt. Ein Wasserstrudel treibt an dieser Stelle die Körper von Ertrunkenen, oft bis zur Unkenntlichkeit zersetzt, an Land. Die letzte Beisetzung findet nach offiziellen Angaben 1940 statt. Allerdings gibt es ein Grabkreuz mit der Jahreszahl 1953.